Die US-Schauspielerin Nichelle Nichols ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren im Bundesstaat New Mexico eines natürlichen Todes. Das teilte ihr Sohn Kyle auf Facebook mit. Nichols war vor allem für ihre Rolle als Lieutenant Uhura in der Science-Fiction-Serie Star Trek bekannt. Sie bekam viel Anerkennung dafür, dass sie mit den Stereotypen brach, die schwarze Frauen bis dahin weitgehend auf Rollen als Dienerinnen beschränkt hatten. Als sie die Serie nach der ersten Staffel verlassen wollte, soll Martin Luther King Jr. sie dazu überredet haben, zu bleiben. 1992 erhielt sie für ihre Arbeit einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Die Schauspielerin arbeitete auch viele Jahre lang als Rekrutierungsbeauftragte der Weltraumbehörde NASA.